Guten Morgen, wir sind heute in einer ganz besonderen Mission unterwegs, das sind ich, mein Bruder ist dabei, Max, ein Kumpel von mir ist am Start. Wir wollen heute ein Tier fangen, ein illustres Tier, was mindestens so selten ist wie ein Einhorn. Man kann es kaum fotografieren, man kann es kaum fangen. Es ist die Seeforelle. Ich persönlich hatte bisher noch nie Glück, eine zu bekommen. Mein Bruder Jonas schon bestimmt eine Handvoll. Keine Ahnung, der hat schon ständig mal eine gefangen. Ja, 4 Stück. Und heute ist Saisoneröffnung. Es ist arschfrüh. Keine Ahnung, ich bin heute Morgen auf jeden Fall um 4:45 aufgestanden, damit ich jetzt hier sein kann. Und ja, wie gesagt, heute der erste Tag der Saison. Super schwer zu fangen. Normalerweise schafft man es vielleicht im ganzen Jahr hier mit allen Anglern, die den See beackern, eine Handvoll zu fangen. Es ist ein fantastisches Wetter. Es regnet. Es ist arschkalt. Ich habe meine Socken vergessen. Das heißt, ich bin barfuß in der Warthose, was auch fantastische Bedingungen sind, um sich jetzt in das Wasser reinzustellen. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich jetzt keine schlechte Stimmung aufkommen lassen und mache mal einfach 3, 4, 5 Würfe. Und nach der angeplanten Mittagspause greife ich dann nochmal mit verstärkten Mitteln an. Jetzt will ich erstmal nicht viel Zeit verschwenden, denn ich denke mal, dieses Video wird man nicht an einem Tag beenden können. Vielleicht wird es auch eine ganze Saison sein, wo wir hier keinen Fisch rauszurühren. Aber vom Quatschen fangen wir auch keinen Fisch, also lege ich jetzt los und ja, auf geht's. Relativ ungemütlich, aber man hat hier in dieser Bucht, wo wir jetzt gerade stehen, halt immer eine ganz gute Chance. Ich glaube, so ziemlich jedes Jahr am ersten Tag kommt hier so ein Fisch raus. Das ist natürlich statistisch gesehen schon relativ gut, auch wenn wir jetzt hier mit, glaube ich, 6, 7 Mann schon in der Bucht stehen und angeln. Aber die Chance, hier die Saisoneröffnung mitzunehmen, die kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen, wenn man mal eine Seeforelle fangen will. Ich angel jetzt mit einem kleinen Wobbler. Der ist extra so konzipiert, dass man ihn möglichst weit werfen kann. Das ist ein japanischer Wobbler, der eigentlich zum Seabass-Angeln, Suzukis nennen die Japaner, glaube ich, gemacht ist. Und der lässt sich halt extrem gut werfen. Auf eine ähnliche Variante haben halt schon viele Bekannte auch hier eine Seeforelle gefangen. Normalerweise ist es halt eher so, dass die Forellen hier in den Buchten stehen, um sich aufzuwärmen, nachdem sie ihr Laichgeschäft beendet haben. Aber da ist jetzt selber ja auch an der Außentemperatur nicht besonders warm ist, kann es sein, dass das dann nicht funktioniert. So Jonas, wie ist die Bilanz bisher? Ich würde sagen, feuchtfröhlich. Ja. Es ist richtig kalt. Richtig scheiß Wetter, ne? Also letztes Jahr mit Carsten war ja schon nicht geil, wo wir hier waren, aber jetzt ist es auch echt nicht viel, viel besser, ne? Nee, Seeforelle habe ich auch weit und breit noch keine erspähen können. Wir haben, glaube ich, schon ein paar Hechte gesehen. Man sieht hier, wir stehen hier mitten im Kraut. Stehen auch schon so fast einzelne kleine Hechte drin. Darum ist es auch wichtig, dass man hier mit einem kleinen Stahlvorfach fischt. Aber mitten in der Bucht drin ist es halt eher unwahrscheinlich, dass man da einen Hecht hakt. Gerade bei der Geschwindigkeit, mit der man diese Blinker führt und dann direkt unter der Oberfläche, kann eigentlich nichts passieren. Also eigentlich nichts passieren. Ich habe gerade schon gemerkt, dass ich auch noch ein kleines Löchlein in meiner Warthose habe. Das ist natürlich ideal bei den Bedingungen. Ohne Socken und dann genau. Noch ein Loch am Arsch. Keine Socken in der Warthose. Schön Wasser, dass ich... Oh! Johnny, Alter. Dank, da ist das Ende von deinem Köder. Was geht denn ab heute? Das läuft. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Nee. Aber spricht ja für die Qualität der Peak, dass man daher der Wobbler zerbricht. Jetzt sag das Ding mal. Stumpf abgebrochen. Also ja, lieber den Wobbler zerstört als die Rute. Da ist das Endstück davon. Das kann man super zum Eisangeln nutzen. Du bist ein Affe. Wieder mal Pleiten, Pech und Pannen heute mit mir. Nasser Hintern, nasse Füße, zerbrochener Wobbler. Gott sei Dank ist die Peak noch heile. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt mal etwas trocken. Werde vielleicht auch noch eine Runde frühstücken und aus diesem fantastischen Wetter hier entfliehen. Ich denke mal, dass wir dann vielleicht heute Nachmittag nochmal angreifen. Vielleicht ist dann ein bisschen weniger Regen. Sonst greife ich morgen nochmal an oder übermorgen oder den ganzen nächsten Monat. Oder vielleicht fangen wir auch nächstes Jahr erst wieder eine Seeforelle. Das ist halt das Schöne bei dieser Angelei. Man weiß nie, wann es klappt. Es kann halt auch noch in ferner Zukunft sein. Kann auch im nächsten Wurf schon passieren. Jetzt erstmal zusehen, dass wir einigermaßen trocken werden. Ja, geben wir später nochmal Vollgas. Also Fisch ist da. Nur irgendwie der falsche und ein bisschen sehr tot. Was ist hier los? Also sowas Verrücktes habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen.
Jetzt war auch ab und zu mal irgendwie eine evangelische Taufe im See bei 3 Grad Wassertemperatur, aber schon geil. So, Johnny. Hallo, guten Tag. Immer noch Saisoneröffnungstag, aber jetzt nicht mehr die Morgenstunden, sondern die Abenddämmerung. Ich habe gerade schon, wie gesagt, dilettantisch mit 2 30 cm Stäben Heißklebepistole versucht, meine Warthose zu reparieren. Das ist ein echter Profi-Job geworden. Davon mache ich vielleicht auch noch mal 1-2 Bilder in das Video rein. Das sieht aus wie eine Damenbinde, die du eingeklebt hast. Ja, mindestens. Aber wie gesagt, wir sind immer noch guter Dinge, dass wir jetzt hier mal ein bisschen angreifen können. Ich gehe dann halt nicht bis zum Hintern rein, dass ich wieder volllaufe in der Buchse. Und haben uns jetzt hier ein bisschen einen Spot gesucht, wo nicht ganz so der Wind drauf steht, dass wir ein bisschen filmen können und mit etwas Glück einen Biss erhaschen. Also das wäre ja schon Maximum Erfolg. Das wäre schon ein Highlight. Man sieht schon, die ist ein bisschen kleiner, aber was hier der Vorteil ist, hier ist es ein bisschen windgeschützter. Das macht zum einen das Werfen einfacher, das Filmen macht es auch eine ganze Nummer einfacher. Und was ich auch denke, was besser sein wird, ist, dass wir ja Köder angeln, die hier relativ oberflächennah sind. Und im Gegensatz zu der anderen Bucht, wo sich dann ja schon gewisse Wellen auftürmten, wird es wahrscheinlich für die Forelle wesentlich einfacher sein, dann den Köder hier unter der relativ ebenen Oberfläche zu lokalisieren und dann gegebenenfalls auch darauf zu beißen, falls sie die Motivation dazu verspüren sollte. Wenn ich nicht vorher mit dem Stahlvorfach die Rute zerstöre. Fantastisch. Kann ich auch noch mal kurz zeigen. Relativ wichtig ist, man angelt hier, wie gesagt, mit dem Wobbler und sollte dann auf jeden Fall auch ein kleines Stahlvorfach davor fischen. Kann halt immer passieren, dass man hier nochmal in der Schonzeit ein Hecht drauf bekommt. Und der Möhnesee sieht das auch so vor, dass man auf jeden Fall bei einem Kunstköder immer ein Stahlvorfach benutzt. Also es ist auch, steht wirklich in den Statuten des Sees mit drin. Da hat man eigentlich gar keine andere Wahl. Und dann will ich mich da auch dran halten. Gar kein Thema. Weiter geht's. Wir ballern noch weiter raus. So, wie man sieht, ist es jetzt schon reichlich dunkel geworden. Wir haben jetzt hier komplett in die Dämmerung reingeangelt. Saisoneröffnungstag ist vorbei. Wie ist das Fazit? Ja, grandios, ne? Grandios, ne? Wie man es erwartet hat, auf die Seeforelle keinen einzigen Biss gekriegt. Wir sind ja schon so ein bisschen vernetzt auch hier an unserem See, aber ich habe jetzt auch von niemandem anderen gehört, der jetzt heute einen Fisch gefangen hat oder einen Biss gekriegt hat. Ist schon schlecht gelaufen. Selbst letztes Jahr waren wir hier mit Carsten am Start. Da haben wir zwar selber nichts gefangen, aber ein Kumpel von uns hat morgens direkt eine maßige rauspfeffern können. Und da hat es sogar am selben Tag noch geschneit. Heute war es auch ungemütlich. Ein bisschen. Ein bisschen windig, ein bisschen viel Regen und so. Aber ich meine, wir haben auch schon auf Seeforelle geangelt, wo die Sonne geschienen hat und wir im kurzen T-Shirt hier gestanden haben. Ja, Anfang oder Mitte März kann das halt noch recht unterschiedlich sein. Trotzdem, morgen, gleiche Stelle, weniger Welle. Ja, ich hoffe es. Aber es sieht so aus, als würde es ein bisschen besser. Und dann knallen wir doch hier mal einfach so eine Forelle einfach raus. Also, man darf da auch nicht zu viel Hype drin machen, dass man den Fisch quasi nicht fangen kann. Seeforellentag Nummer 2. Ich bin heute alleine unterwegs, deswegen habe ich auch nur die kleine Actioncam am Start. Das Wetter scheint jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden zu sein. Direkt mal wieder ein Schlag in die Fresse. Angekommen, gutes Wetter, 3-4 Würfe gemacht, Eisregen. Und jetzt hat es hier die ganze Zeit, regnet es weiter, es ist super unangenehm. Und ja, man kommt an, das Wetter ist gut, angelt ein bisschen und dann so ein Wetterumschwung. Jetzt sind meine ganzen Hände nass, die Technik da hinten muss ich jetzt mal in Sicherheit bringen. Ich würde sagen, wir springen direkt in Seeforellen Angeltag 3. Und bitte. So Jungs, erster Wurf. Natürlich jetzt direkt zum Strauch in meiner Wurfbahn. Aber wird schon gehen. Zweiter Wurf. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das mit den Seeforellen ist nicht ganz so mein Ding zurzeit. Naja. Ja, was will man sagen? Ihr habt gesehen, stehe ich da am Ufer an meinem Spot. Und erstmal Grüße an Yoshi, der hatte ja letztens eben in einem Video schon mal eine ähnliche Situation. Dann ist die Bucht, keine Ahnung, 250 Meter lang oder der Angelspot. Und der Angelkollege baut halt seine Rutenhalter keinen Meter neben meinen Füßen auf.
ist sportlich. Auf der anderen Seite war er ja ganz nett. Kamera unterwegs. Ja, Logo. Du bist aber optimistisch. Ja. Alles cool. Wenn du das Video siehst, beste Grüße. Kein Thema, kannst dich gerne wieder neben mich stellen. Und ja, ich pack die Sachen mal eben einmal auf. Was soll ich sagen, mit den letzten Lichtstrahlen hier geht auch der dritte Tag Seeforellenangeln zu Ende. Heute war auf jeden Fall mit Abstand schon mal der beste Tag, natürlich ohne Biss, wie würde man es anders erwarten. Es war warm, viele Leute hier am See unterwegs, vielleicht ist das auch nicht ganz so gut, aber ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer jetzt als die letzten Tage, wo wir hier angefangen haben. Morgen geht's weiter. Und morgen greifen wir an einem anderen Gewässer an, nicht hier an meiner heißgeliebten Seeforellenbucht, sondern dann fahren wir mal an einen anderen See hier in der Nähe. Ist gar nicht so weit zu fahren und da greifen wir vom Boot aus an. Der See ist wesentlich kleiner, wird aber wesentlich besser mit Seeforellen besetzt. Ich fahre jetzt nach Hause, bereite schon mal das Boot für morgen vor und dann bin ich morgen mit meinem Kumpel Olli unterwegs. Vielleicht kommt mein Bruder Jonas auch noch mit und dann ist es aber auch der letzte Versuch auf die Seeforelle. Auf geht's, bis morgen. Tag Nummer 4 und das Wetter ist wieder ganz anders. Es ist super diesig. Man sieht, der See liegt hier quasi noch in den Wolken und diesmal habe ich aber mein Boot mit am Start und werde nicht mit der Warthose mich da reinstellen. Ich habe ehrlich gesagt noch immer nicht gecheckt, ob das Loch in der Warthose repariert ist, weil ich ja gestern in kurzer Hose geangelt habe. Und ja, ich schmeiß jetzt den ganzen Rest ins Boot und dann wollen wir mal gucken, was hier heute so geht und dann quatschen wir gleich nochmal. Auf geht's! Jetzt sind wir auf dem Wasser, haben endlich mal hier gestartet und fahren jetzt zu dem Spot hinten, wo ich mir jetzt die meisten Chancen ausrechte. Ich habe Olli direkt befördert, er ist der Kapitän des Bootes. Nein. Hi. Ja, dann fahren wir jetzt da schön gemütlich hoch, schön mit 3 km/h schleppenderweise. 2-3 Wobbler hinten rausgehängt. Mit etwas Glück fangen wir ja schon beim Schleppen hier den ersten Fisch. Idealerweise eine Seeforelle. Und wenn das nicht geht, dann fahren wir gleich dann in die dicke Bucht. Oh, man sieht gerade auch, hier am Boden ist schon irgendwas. Weiß man nicht, ob das Futterfisch ist oder nur ein Baum unter Wasser. Ja. Wenn wir am Spot angekommen sind, erzähle ich noch mal ein bisschen was dazu und dann knallen wir da auf jeden Fall so einen Lachs raus. Ja, kein Thema. Jetzt sind wir hier in so einer Bucht und kriegen da vorne auch Bisse, aber ich befürchte, dass es entweder Fische sind, die den Köder nicht richtig nehmen oder beziehungsweise echt kleine Fische sein könnten. Ich wechsle jetzt mal von der großen Peak, also von der langen Route, mal auf eine Barschroute und gucke, ob das vielleicht sogar Barsche sind. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück mit einem kleineren Köder und gucke, was es ist. Und vielleicht sind es kleine Forellen, vielleicht Hechte, vielleicht Barsche. Wir gucken mal. Jo, Fisch. Nee, Grünzeug. Oh, da, hast du gesehen? Jetzt wollte ich gerade die Drohne starten. Jetzt hat Olli einen Fisch gefangen. Oh, und das ist eine kleine Forelle. Es ist eine Seeforelle, aber sie ist leider nicht gehakt. Nasse Hand. Ja, warte, eben einmal Hände nass. Bevor wir die. Ich twitche den auch immer so ganz leicht mal wieder an. Oh, oh. Oh, okay. Ja. Und Seeforelle Nummer dos. So, Seeforelle Nummer 2, wieder so ein schönes Tier, wieder zu klein, darf wieder zurück. Oh, Fisch. Oh, die blutet ein bisschen, die lassen wir so zurück, schnell. Fischen. Weißt du, mit so einem kleinen Blinker und einem Einzelhaken. Oh, Fisch. Fisch. Die haben wir schön am Einzelhaken.
genau vorne gehakt. Ich denke, man sieht es. Den kriegen wir jetzt relativ einfach wieder raus, denke ich. Wieder eine wunderschöne kleine Seeforelle. Aber ich denke, das ist jetzt auch mit einer der letzten, die wir fangen. Dann nehmen wir deutlich größere Köder und nehmen noch eine andere Bucht. Vielleicht steht dann da eine etwas fettere drin. Das war jetzt wirklich mega krass hier. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Selbst im Fluss nicht. Ne? Also wir hatten jetzt teilweise hier Nachläufer, 3-4 Forellen auf einen Köder. Alle die Größe, die ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt. Wirklich schwärmevoll und alles hier so in so einem Umkreis von so, ich sag mal, ja, 50 Metern Umkreis vielleicht. Und einfach krass. Das ist der letzte Tag meiner Seeforellen-Odyssee, beziehungsweise die hat ja Gott sei Dank jetzt ein Ende gefunden. Und nach 4 Tagen, die ja unterschiedlicher hätten nicht sein können, von Sonne, Regen, Eis, allem drum und dran, haben wir es dann ja heute doch noch hingekriegt, ein paar ordentlich, ja, was heißt bei ordentlich, auf jeden Fall, wir haben Seeforellen gefangen, es war schon mal der Zielfisch, ordentlich waren sie vielleicht noch nicht, waren noch untermaßig. Es war eigentlich eher wie Barschangeln, ne? Wir haben am Anfang echt gedacht, dass wir da auch Barsche vielleicht dran haben oder so, aber waren alles keine Seeforellen. Mega seltene Fischart, sonst, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, das Einhorn der Möhnetalsperre, man kann es quasi gar nicht fangen oder fotografieren. Ich bin jetzt froh, erstmal keine Seeforelle mehr angeln zu müssen, weil das Video bzw. die Videosequenz von mehreren Tagen, die erkläre ich auf jeden Fall jetzt damit auch für beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet was davon mitnehmen. Man hat gesehen, dass man auch als Teamangler nicht jeden Tag den Fisch des Lebens fängt und manchmal auch viel Seife kauen muss, bevor der erste Fisch rauskommt. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr weiter bei meinem Kanal dabei sein wollt, dann gebt dem ganzen Video ein Like, schreibt einen Kommentar, wenn euch was aufgefallen ist oder ihr was anders sehen wollt oder eine Verbesserung habt oder Ideen für ein anderes Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und wenn ihr mich unterstützen wollt bei eurer nächsten Bestellung bei Zack Fishing im Online-Shop, einfach den Bonuscode TIM reinhauen. Das hilft mir auf jeden Fall extrem weiter und dann kann ich in Zukunft noch viel mehr so, ja, außergewöhnliche Fische fangen, vielleicht aber auch mal einfach wieder einen Barsch oder einen Hecht. Viel Gequatsche, macht's gut, bis demnächst. Ciao, ciao.